Als ich erzähle euch was vom Golfspielen. Aber ein ganz besonderes Golfspiel. Ich muss mal die Hände leer machen. So geht's. Alles klar. Ich erkläre euch die Regeln des Schlafzimmergolfs. Die kenne ihr nämlich nicht. Ich habe sie auch nicht gekannt, aber ich habe sie auswendig gelernt. Regel Nummer 1. Jeder Spieler sollte seine eigene Ausrüstung, normalerweise einen Schläger und zwei Bälle, fürs Spiel bereithalten. Die Benutzung des Golfplatzes muss vom Eigentümer des Lochs genehmigt werden. Anders als beim Golf im Freien ist das Ziel, den Schläger ins Loch zu bekommen und die Bälle anstandshalber draußen zu lassen. Für ein erfolgreiches Spiel sollte der Schläger einen festen Stiel haben. Platzeigentümer ist es erlaubt, die Stielhärte zu überprüfen, bevor das Spiel beginnt. Regel Nummer 5. Golfplatz-Eigentümer behalten sich das Recht vor, die Schlägerlänge zu beschränken, um Schäden am Loch zu vermeiden. Das Ziel des Spiels ist es, so viele Schläge wie notwendig auszuführen, bis das Loch voll und der Eigentümer zufrieden ist. Das vorzeitige Abbrechen des Spiels kann dazu führen, dass dem Spieler die Lizenz entzogen wird. Nummer 7. Es wird als unhöflich betrachtet, das Loch sofort bei der Ankunft zu spielen. Erfahrene Spieler erforschen zuerst mal die Hügel und Bunker des Golfplatzes. Regel Nummer 8. Spieler seien davor gewarnt, keine anderen Golfplätze zu erwähnen, auf denen sie gespielt haben oder gegenwärtig spielen. Es wird berichtet, dass aufgebrachte Platzeigentümer die Ausrüstung des Spielers aus diesem Grund beschädigt haben. 9. Bei vielen Plätzen ist seit einigen Jahren ein Regencape als Standardausrüstung erforderlich. Regel Nummer 10. Spieler sollten nicht annehmen, dass der Platz jederzeit bespielbar ist. Spieler können enttäuscht sein, wenn der Platz vorläufig wegen Wartungsarbeiten geschlossen hat. Es wird daher empfohlen, in einer solchen Situation äußerst taktvoll zu sein. Fortschrittlichere Spieler finden alternative Spiele. Regel Nummer 11. Spieler sollten sicherstellen, dass das Spiel gut geplant ist, besonders wenn sie auf einem neuen Platz zum ersten Mal spielen. Ehemalige Spieler können zornig werden, wenn sie entdecken, dass ein anderer auf dem Golfplatz spielt, den sie für ihren Privatplatz halten. Regel Nummer 12. Der Eigentümer des Platzes ist für das Beschneiden der Büsche verantwortlich, welche die Sichtbarkeit des Loches reduzieren kann. 13. Spielern wird unbedingt dazu geraten, die Erlaubnis des Eigentümers einzuholen, bevor sie versuchen, den Golfplatz von hinten zu spielen. Langsames Spiel ist ratsam, jedoch sollte der Spieler darauf vorbereitet sein, auf Verlangen des Platzeigentümers das Tempo zu erhöhen. Regel Nummer 15. Es wird als eine hervorragende Leistung beachtet,
dasselbe Loch mehrmals hintereinander in einem Spiel zu spielen, wenn es die Zeit erlaubt. 16. Handspiel am Loch wird im Allgemeinen nicht als Regelverstoß betrachtet. Aber Handspiel an der Ausrüstung hingegen sehr. Alle hopp! Thank you.